Ja, und damit kommen wir zu einem unserer wichtigsten Partner auf dem Digital Future Congress, nämlich den Videopartner. Den ganzen Tag, die ganzen 4 Tage läuft der Livestream und über eine ja sehr professionelle Regie, über eine wunderbare Kooperation und über ein sehr schönes Miteinander freue ich mich, dich, Andy, begrüßen zu dürfen hier in der Live-Show auf der Hauptbühne. Und ich sage erstmal Hallo und schön, dass du da bist. Hallo Michael, ja, danke schön für die Einladung, sehr gerne. In deinem Vortrag geht es um Videokonferencing. Als du, und ich möchte da ganz ehrlich sein, vor ungefähr 2 Jahren sagst, kamst du zu mir so, ich besuche dich jetzt mal und ich baue was bei dir auf. Da habe ich gedacht, warum brauche ich das eigentlich? Warum brauche ich Videokonferencing? Gut, mittlerweile ist die Frage lange beantwortet, aber du warst deiner Zeit viele Jahre voraus. Du hast mit Und ich Connect wollte for deinen Video. Kaffee. Das war der eigentliche Grund. Ich wollte deinen Kaffee damals. Du warst deiner Zeit viele Jahre voraus, denn du machst das Geschäft schon sehr lange mit deinem Team. Und ja, ihr habt im Moment sehr viel zu tun, aber du hast auch, und das möchte ich hier kurz sagen, eine wunderbare Kooperation mit all deinen Kunden und ein sehr schönes Verhältnis. Und das zeigt auch die Kultur in eurem Unternehmen. Und jetzt in diesem Vortrag soll es mal darum gehen, was du als wirklich langjähriger Profi dieser Videokonferenzbranche den Menschen draußen empfehlen kannst, die vielleicht noch nicht so lange damit zu tun haben und auf was sie achten sollen. Darauf freue ich mich sehr, denn auch wir sind, auch wenn wir hier jetzt alles, ich sag mal, organisiert haben, auch mit eurer Unterstützung noch am Anfang. Und ich freue mich jetzt auf deinen Vortrag, Andy. Bitte schön. Klasse, vielen, vielen Dank. Steigen wir auch gleich ein in das Thema. Ich mache mal hier den Bildschirm dafür frei. Und das müsste jetzt auch zu sehen sein. Ich denke mal, das funktioniert so. So, also, es geht ein bisschen um Videoconferencing Best Practice. Da geht es mir hauptsächlich um das Thema. Mittlerweile ist Videokonferenz hier ja eigentlich zum täglichen Geschäft von jedem geworden. Das heißt, was eigentlich jetzt vor 10 Jahren, als wir angefangen haben, wirklich noch sehr exotisch beaugt worden ist, mittlerweile doch tägliches Geschäft geworden. Und wir erleben halt immer wieder Fehler bei Videokonferenzen und Events, die wir teilweise hybrid, aber auch teilweise voll digital durchführen. Und ich möchte einfach mal auf so ein paar Punkte eingehen, wo mit ganz einfachen, leichten Dingen der Eindruck einfach verbessert werden kann. Und da möchte ich jetzt ein bisschen drüber reden. Also, Best Practice für Videokonferenz. Ganz kurze Worte zu uns. Wer sind wir? Wir sind die Connect for Video GmbH. Wir machen das seit 2013. Sind wir im Markt tätig und sind hier sozusagen Videokonferenz-Service-Dienstleister. Wir haben verschiedene Technologien, das heißt, wir sind nicht auf eine Technologie festgefahren. Wir machen das mit mehreren unterschiedlichen Technologien und unser hauptsächlicher Fokus liegt im Service, also dass der Kunde hinterher in der Lage ist, die Technologie möglichst effizient zu nutzen, einzusetzen. Das ist unser Ziel. Und ja, wir haben letztes Jahr, als dann plötzlich der Bedarf aufkam, digitale Events durchzuführen und eben hybride Events durchzuführen, haben wir uns auch darauf spezialisiert, eben diese digitalen Events mit zu begleiten. Das heißt, Sie können von uns im Prinzip alles bekommen. Das heißt, wir ermöglichen Ihren Event eben digital, egal ob das jetzt ein Stream ist oder ob das eine Gesellschaftsversammlung ist oder was auch immer. Wir begleiten das und helfen Ihnen, das möglichst effizient durchzuführen. Also das sind unsere Geschäftsteile, die wir momentan haben. Und ja, in diesem Sinne steige ich jetzt mal in die Best Praxis ein. Ja, wie kann man sich eigentlich am vernünftigsten in einem Videocall präsentieren und wie macht man das möglichst so, dass keiner dann irgendwie genervt aus dem Meeting rausrennt und sagt, ich konnte dem eigentlich gar nicht folgen. Da gibt es mittlerweile ganz viele Artikel drüber, hat man bestimmt schon mal gehört. Das geht dann bis hin zu Schlagworten, die mittlerweile als Zoom-Fatigue genannt werden, also Zoom-Müdigkeit. Und das Ganze ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie interessant gestalte ich so einen Vortrag. Und eine der Sachen sind halt immer,
Ich müsste halt erstmal klären, von wo nehme ich denn überhaupt an meinem Meeting teil, oder also wie ist meine Umgebung, in der ich mich gerade befinde. Das ist natürlich gerade jetzt ein bisschen schwierig, weil alle im Homeoffice sind und man sich das nicht wirklich aussuchen kann, von wo man jetzt an so einem Meeting teilnimmt. Das heißt, man muss sich erstmal ein bisschen Gedanken machen, wo mache ich eigentlich, wo ist mein bester Platz, wo kann ich eine Videokonferenz durchführen, wie werde ich dort gesehen, wie interpretieren die anderen mich, und dafür auch vielleicht mal den Self-See verwenden, um einfach mal zu checken, wie sehe ich überhaupt aus, wie komme ich damit drüber. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, fast alle Videokonferenztechnologien können das mittlerweile, man kann diese virtuellen Hintergründe einstellen. Das heißt, was dann an Unordnung hinter einem da gerade passiert oder welche Leute da rumlaufen, kann man sich wegblenden lassen, was auch wirklich absolut sinnig ist. Also nutzen Sie wirklich diesen virtuellen Hintergrund, egal in welcher Technologie. Es gibt diesen virtuellen Hintergrund mittlerweile eingebaut in festen Technologien. Also man kann das in Zoom zum Beispiel, aber auch, glaube ich, in Teams mittlerweile sehr gut schon verwenden. Das ist alles schon da. Wenn Sie eine Technik verwenden, wo es das nicht gibt, gibt es Zubehörprogramme, mit denen man das machen kann. Das macht wirklich viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Ansonsten hat man halt immer das Problem, was passiert eigentlich hinter mir. Wenn ich ein Meeting durchführe, dann sollte ich mich für dieses Meeting vorbereiten, wie wenn es ein ganz normales Meeting wäre. Das heißt, ich gehe also ganz normal in diese Konferenz, ich bereite mich vor, ich mache mir natürlich meine Agenda, ich mache mir meinen Plan, ich überlege mir genau, worüber ich zu reden habe und auch, wie ich Leute einbinde in das Meeting. Also ich muss natürlich auch eine gewisse Moderationsfähigkeit dann eben auch erbringen. Das heißt, eigentlich nichts anderes wie in einem richtigen Meeting auch. Und eine ganz wichtige Diskussion ist halt auch dann, dass man Sachen moderiert. Das heißt, es wird immer wieder Rückfragen geben, es wird immer Sachen geben, die einen dann so ein bisschen aus dem Konzept bringen, was aber tägliches Leben ist. Und das habe ich ja in einer normalen Konferenz eben auch den Fall. Da muss ich das ja auch irgendwie unter Kontrolle halten. Das heißt, ich muss irgendwie sehen, dass ich meine Meetingkultur durchführe und eben auch so verwende, wie ich das möchte, wie ich das Meeting durchgeführt haben möchte. Und was die Technologie uns so ein bisschen mit auferlegt, ist halt einfach, dass es da so ein paar Punkte gibt, die es schwierig machen. Also was in einem normalen Meeting schon schwierig ist, nämlich wenn mehrere Leute durcheinander reden, wer das schon mal erlebt hat, in einem Klassenraum zu reden oder in einer Schulung mehrere Leute zu bespaßen, wenn dann da mal 50, 60 Leute sind und dann fangen die auch an untereinander zu reden, was alle im normalen Klassenraum natürlich auch schon irgendwie stört. Das ist hier bei der Videokonferenz eben noch viel schlimmer, weil was hier gar nicht richtig funktioniert, ist sowas wie Crosstalk. Es gibt Technologien, die können damit besser umgehen, also dass man sich gegenseitig ins Wort fallen kann. Das funktioniert bei der einen Technologie besser als bei der anderen. Aber was dann sehr schnell passieren kann, ist dann, dass dann irgendwelche Echo-Effekte entstehen können. Und da muss man einfach aufpassen. Deswegen unser Tipp an Sie: Achten Sie drauf, Mikrofone ausschalten. Wer nichts zu sagen hat, dem wird das Mikrofon entzogen oder er zieht sich selber. Das kann man ja dann vorher in der Etikette klären. Und man hat dann eben auch bestimmte Funktionalitäten, wie zum Beispiel Hand heben oder ich möchte was sagen. Ich kann diese Technologien natürlich hier voll einsetzen. Was auch viel Sinn macht, ist eben Breakout Rooms zu verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt eine sehr große Gruppe habe mit 70, 80 oder vielleicht über 100 Leuten, dann möchte ich vielleicht sogar auch Arbeitsgruppen bilden können und nutze die Arbeitsgruppen dann eben in einzelnen Arbeitsgruppen, um die sozusagen besser steuern zu können. Denken Sie dran, auch in den Breakout Rooms, also in den einzelnen Gruppen, brauche ich immer wieder einen, der moderiert. Das ist ganz wichtig, dass da nichts unmoderiert bleibt. Die Knicke würde ich auf alle Fälle empfehlen. Also machen Sie das Meeting für alle Teilnehmer so komfortabel wie möglich. Also machen Sie eine klare Agenda, dass jeder weiß, wann jetzt was dran ist. Klären Sie auch, wer wann sprechen darf. Was wir festgestellt haben, ist, es ist einfach angenehmer für die Teilnehmer, wenn die alle sehen können. Man kann ja mittlerweile hier
viele Menschen auch in einer Konferenz sehen und kann damit eben auch umgehen. Und der Punkt ist, wenn ich die Leute sehe, dann ist es auch so, dass das Vertrauen eher aufgebaut wird. Also das größte Unvertrauen entsteht wirklich an der Stelle, wenn Leute wirklich ohne Video mit dabei sind und dann plötzlich Rückfragen so aus dem Off kommen und die Leute sich dann auch nicht kennen, dann entsteht sehr schnell eine sehr frostige Atmosphäre. Und das kann man mit Video alles ein bisschen verhindern und verbessern. Ja, man sollte sich ein bisschen Gedanken darüber machen, welche Technologien man verwendet. Also so ein Notebook, wie er jetzt hier auf dem Tisch liegt, der ist super, wenn es darum geht, manuell zu sein oder flexibel zu sein, dass man eben die Sachen wirklich gut unterwegs nutzen kann. Aber für die Videokommunikation sind die ein bisschen suboptimal. Man muss einfach wissen, die eingebauten Webcams, die sind eben nicht so gut wie die richtig guten Webcams. Die Lautsprecher sind halt irgendwo ein bisschen begrenzt. Es gibt zwar mittlerweile tolle Lautsprecher in diesen Notebooks, aber die haben immer noch das Problem, dass das Mikrofon nicht weit weg ist und dann natürlich auch schnell ein Echo entstehen kann. Also da muss man einfach wissen, das ist alles ein bisschen schwierig. Und ganz klar, wenn der Notebook dann unter dem Tisch zusammengeklappt in der Docking Station steht, dann ist natürlich ganz schwierig mit Kommunikation und mit Echo. Also alte Notebooks, sollte man noch wissen, sind da eben noch ein bisschen schwieriger. Die kommen dann schnell in den Effekt, dass es denen dann warm wird. Und dann hat man plötzlich so ein schönes Gepfeife mit drin, weil dann hört man halt ständig den Lüfter, wie der läuft. Und das stört natürlich die anderen Leute, ganz klar. Wenn man dann eine Webcam kauft, dann sollte man dran achten. Also es gibt natürlich schon günstige Webcams ab wenig Geld. Vor der Pandemie waren die noch billiger. Mittlerweile wird da gut zugegriffen in den Preisen, weil halt einfach ein großer Bedarf da ist, ganz klar. Aber es gibt eigentlich gute Webcams ab 40 Euro aufwärts. Also man kann natürlich auch 1000 Euro plus ausgeben für eine Studiokamera, die man dann dafür nimmt. Es kommen ein paar Ideen auf, dass es mittlerweile sogar auch Videokameras gibt und Ähnliches, die man eben mitverwenden kann. Das heißt, man kann dann über Zusatzprogramme dann auch seine, was weiß ich, ganz normale Videokamera mitverwenden, kann die mit einbinden. Auch diese Optionen gibt es. Die haben dann in der Regel auch eine gute Optik. Wo man halt ein bisschen aufpassen muss, ist sowas wie Gegenlichtverhalten. Da unterscheiden sich dann die guten Modellen von den schlechten Modellen. Also der Unterschied ist halt einfach die Auflösung und das Gegenlichtverhalten. Und da muss man ein bisschen gucken, dass man da immer den richtigen Punkt findet. Aber in der Regel ist es eigentlich so, ab 40 Euro, ab 40, 50 Euro findet man gute Modelle im Markt und kann sich damit eben auch ganz gut bedienen. Der Sound ist wichtiger als das Video. Das größte Problem beim Ton ist wirklich das Echo und da gibt es, wie gesagt, Unterschiede in den Technologien. Also jetzt in dem Fall verwenden wir ja Zoom, die können damit sehr, sehr gut umgehen. Es gibt andere Technologien, die haben mehr Stress mit Echo und Gegensprechen und Echo-Kompensation. Und da muss man einfach dann ein bisschen ausweichen. Das heißt, wenn ich jetzt sowas wie Zoom verwende, die einen sehr, sehr guten Audio-Codec haben, dann habe ich natürlich da weniger Stress. Verwende ich jetzt ein anderes Produkt, das eher auf WebRTC basierend ist, dann habe ich eher das Problem, dass Gegensprechen ein Problem sein könnte. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, ich habe entweder ein sauberes Gerät, das mir extern schon das Echo wegfiltert. Da gibt es tolle Lösungen von Jabra, aber auch von Plantronics und anderen Herstellern. Also da gibt es tolle Tischsysteme. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich dann im Großraumbüro bin und mit vielen Leuten unterwegs bin, dann muss ich mehr Kopfhörer aufsetzen. Aber achten Sie drauf, diese typischen Telefonkopfhörer, die es eben für die Telefonie gab, die machen dann hier einen schlechten Eindruck, weil die natürlich die Bandbreite auf 0,3 bis 3,4 kHz optimieren. Gute Ergebnisse erzielt man hier mit wirklich, also so schade das klingt, mit Gamer-Headsets. Also es gibt mittlerweile für relativ wenig Geld, also um die 100 Euro, gibt es Gamer-Headsets, die volle Bandbreite übertragen. Die gehen dann bis 20 kHz hoch und die bringen dann natürlich auch einen guten Ton mit. Also auch das ist möglich, da gibt es viele tolle Modelle. Achten Sie einfach auf Gamer-Headsets. Wenn Sie ein Headset kaufen wollen, nehmen Sie bitte kein Telefonie-Headset.
die haben sehr oft das Problem, dass die Bandbreite eingrenzen. Wenn Sie Videopräsentationen machen, Vorträge halten, dann ist meine erste Empfehlung immer, arbeiten Sie mal mit mindestens 2 Bildschirmen. So 2 Bildschirme, die haben einen riesen Vorteil. Man sieht jetzt hier so ein Setup, wie ich es jetzt gerade verwende. Das heißt, ich habe einen linken und einen rechten Bildschirm. Auf dem linken Bildschirm sehen Sie einen wunderschön aufgeräumten Bildschirm mit einer Präsentation drauf, wo jeder denkt, Mensch, ist der Zänger so ordentlich. Sie gucken ja zum Glück nicht auf meinen rechten Bildschirm. Mein rechter Bildschirm zeigt das Desaster, das auf meinem Arbeitsplatz passiert. Und das möchte ich Ihnen natürlich nicht zeigen. Und in dem Moment, wo ich mit 2 Bildschirmen arbeite, habe ich überhaupt kein Problem. Ich kann selber entscheiden, was ich auf den linken Bildschirm rüberziehe und was ich nicht rüberziehe. Und das ist natürlich dann wesentlich angenehmere Arbeitsumgebung, in der ich dann auch sauber präsentieren kann und kann eben das zeigen, was ich Ihnen zeigen möchte. Also wenn ich nur einen Bildschirm habe, dann habe ich immer wieder das Problem, dass ich Teile der PowerPoint-Präsentation Steuerung zum Beispiel sehe oder ich sehe andere Programme mit dabei. Also meine dringende Empfehlung ist, machen Sie das bitte nicht. Wenn immer es geht, nutzen Sie einen zweiten Bildschirm. Es muss ja kein großer sein. Nehmen Sie einen kleinen von mir aus neben den Notebook nebendran, wenn das sein muss, und schließen Sie den zweiten Notebook an. Die Videokonferenzsysteme können damit sehr gut umgehen. Und nutzen Sie alle Technologien, die Ihnen zur Verfügung stehen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, man kann zum Beispiel die Breakout-Sessions verwenden. Das heißt, ich kann große Gruppen in kleine Gruppen aufteilen, kann dort Arbeiten vergeben, kann dort dafür sorgen, dass die Leute sich untereinander eben die Arbeit auch zuschustern. Ich kann zum Beispiel Umfragen verwenden, um die Leute bei Laune zu halten. Ich kann mal ein paar nette Fragen mit einstellen, auch was dann zum Beispiel Weiterführung von Meetings oder Agendapunkten betrifft. Auch das gibt alles das System her. Das können alle modernen Videokonferenzsysteme. Sie müssen es eben nur nutzen und vorher einstellen. Sie können auch Aufzeichnungen machen. Das heißt, man kann das Ganze dokumentieren, kann es aufzeichnen. Achten Sie hier halt drauf, wo die Aufzeichnung hinterher liegt. Wir empfehlen grundsätzlich immer, die Technologien so zu verwenden, dass die Aufzeichnung hinterher auf Ihrem PC liegt, dass nur Sie das aufzeichnen, dass eben kein anderer irgendwelche heimlichen Aufzeichnungen macht. Das kann man unterbinden aus dem System heraus. Und hinterher können Sie auch entscheiden, was mit der Aufzeichnung passiert und wer dann eben davon was abkriegt und wer nichts abkriegt. Es gibt dann noch so ein paar Features, auf die man achten sollte. Es gibt zum Beispiel hohe Verschlüsselungstechnologien, die muss man teilweise einschalten. Die sind nicht standardmäßig immer eingeschaltet. Wenn ich eine hohe Verschlüsselung verwende, dann wird das Gespräch super sicher, könnte aber dann dazu führen, dass zum Beispiel kein Telefon einmal mehr funktioniert. Was viele Leute heute nicht wissen, ist, dass Telefonie in großen Teilen der Übertragungsstrecken über IP funktioniert. Das heißt, es ist nicht mehr so wie 1970, als man das Telefon wirklich über 2 Doppeldrähte transportiert hat, über den gesamten Weg. Und damit auch eine gewisse Abhörsicherheit hatte. Und da musste jemand wirklich physikalisch an diese 2 Drähte rankommen. Heute ist das nicht mehr so. Heute findet jedes Telefoniegespräch über Internet statt. Spätestens ab Ihrer Fritzbox geht es ins IP-Protokoll. Und dann ist eigentlich die Sache erledigt. Und die Telefonie ist wesentlich unsicherer wie die Videokommunikation, weil sie schwächere Verschlüsselungen verwendet. Das ist vielen einfach nicht mehr bewusst heute. Verwenden Sie Sicherheiten wie zum Beispiel ein Waiting Room, also ein Warteraum, dass nicht jeder einfach in Ihr Meeting reinplatzen kann, sondern dass Sie die Leute erstmal im Warteraum, im Vorraum platzieren und dann einzeln mit reinnehmen. Es gab letztes Jahr, ich glaube es war im März oder im April, als das alles hier so aufkam mit der Pandemie und den digitalen Events, da ging es ganz schön rund und viele waren dann empört, dass dann plötzlich Leute in den Meetings drin waren, die da hätten gar nicht reinkommen dürfen, die dann auch gestört haben, aktiv gestört haben. Und das wurde dann in allen Technologien nachgezogen. Mittlerweile gibt es sogenannte Warträume. Das heißt, ich habe ein Meeting, das ist ein Raum für sich, da ist eine Tür vor dem Raum. Und wer nicht in den Raum rein darf, der hat auch gefälligst dann draußen zu warten. Und der wird dann vom Moderator reingeholt in den Raum. Also es gibt diese Warteräume, da werden die Leute abgeholt und das macht auch ganz, ganz viel Sinn.
Und dennoch nicht vergessen, nicht nur die Meeting-ID, jedes Meeting sollte auch noch einen Passcode haben. Machen Sie die Meetings so sicher, wie es irgend geht, damit da einfach kein Schaden entsteht. Gut, am Ende möchte ich noch mal auf eine weitere Technologie hinweisen, die wir auch mit vermarkten bei der Connect for Video, die sicherlich dem einen oder anderen sehr gelegen sein könnte. Wenn Sie Daten ablegen, dann ist das Problem beim Datenablegen einfach, dass diese Daten von irgendjemandem gestohlen werden könnten. Egal, ob Sie die jetzt intern bei sich haben oder ob Sie die woanders haben. Man hört es immer wieder, das Datenklau, Datenmissbrauch, der eben verwendet wird. Es gibt eine sehr einfache Technologie, das zu verhindern. Und diese Technologie kommt von der Firma Fragmentix, die wir mit vermarkten hier in Deutschland bei der Connect for Video, weil die einfach super in unser Sicherheitskonzept mit reinpasst. Das heißt, wir können Ihnen eine Technologie anbieten, wo Sie Ihre Daten, die von Ihnen gebraucht werden, ob das jetzt Kundendaten sind oder Patientendaten oder was auch immer, hochsicher so fragmentieren, dass kein Dieb mit diesen Daten etwas anfangen kann und auch Datensicherheit so hoch ist, dass man die nicht verlieren kann, weil man einfach verschiedene Cloud-Speichertechnologien verwendet, die so miteinander verknüpft werden, dass man aus einem gewissen Subset aller Datenspeicher das Originalsignal wieder zurechtbauen kann. Das heißt, ich habe einen Ausfallverlust und ich habe einen Klauverlustsicherheit. Also ich habe hier einfach die Möglichkeit, Daten sicher abzulegen und auch sicher wieder zu restaurieren. Und das Ganze geht total anwenderfreundlich. Der Anwender kriegt davon gar nichts mit. Das ist eine kleine Kiste, die steht bei Ihnen im Netzwerk. Die nimmt die Daten auf und verteilt diese Daten dann auf diese verschiedenen Cloud-Speicher und stellt so einfach sicher, dass Ihnen nichts verloren geht und auch nichts geklaut wird. Wer sich für so etwas interessiert, darf uns gerne auch nochmal hier anschreiben. Wir sind auf der Messe hier unter Connect for Video erreichbar, sind auch per Chat erreichbar, natürlich auch per Video- und Phone-Anruf. Und wir können gerne mit Ihnen über diese Themen diskutieren, sollte das interessant sein. Ansonsten möchte ich mich herzlich bedanken und gehe schon mal auf die Hilfeseite. Sie erreichen uns auch außerhalb der Messe, wenn Sie vertriebliche Fragen haben unter sales@connectforvideo.com. Da sind alle Vertriebsmitarbeiter für Sie. Wir haben auch ziemlich großen Support. Also da sind sehr, sehr viele Leute mit einem gescheiten Ticketsystem, wo wir uns einfach um Ihre technischen Probleme kümmern. Datenschutz ist sehr akut geworden bei uns, deswegen haben wir da auch einen eigenen Verteiler gemacht und natürlich stehen wir an der Hotline für Sie immer zur Verfügung. Also wir sind für Sie da. Falls es die ein oder anderen Fragen gibt, würde ich mich jetzt sehr über diese Fragen freuen. Ja, Andy, vielen lieben Dank für diesen Vortrag. Es war ein ganzes Potpourri an Möglichkeiten, wie man sein Videoconferencing professioneller gestalten kann. Und also ich habe auch wieder ein paar Sachen gelernt, auf jeden Fall. Wir sind ja, wie gesagt, auch, ich will nicht sagen am Anfang, aber wir lernen auch von Tag zu Tag dazu. Ja, eine Frage vielleicht mal, du hast das eben auch schon angesprochen, Interaktivität. Also viele machen jetzt Zoom-Meetings oder halt überhaupt erstmal Videokonferenzen im Allgemeinen. Dort fehlt natürlich oft auch so dieses, ja, ich sag mal, das Gefühl, vielleicht von der Gruppe zu sprechen oder halt Emotionen zu transportieren. Welche Möglichkeiten hat man hier, bis auf die Umfragen vielleicht, die du auch angesprochen hast, eine höhere Interaktivität zu erhalten? Welche Tools würdest du hier empfehlen? Das sind nicht andere Tools, als wir die in einem normalen, Konferenz oder in einer Schulung auch anwenden würden. Das heißt also, es geht letztendlich darum, die Leute mit einzubinden und eben dann gezielte Fragen zu stellen, Leute eben auch Aufgaben erfüllen zu lassen. Das kann ganz viele unterschiedliche Dinge haben. Die große Varianz, die hier gerade entsteht,
Die ist jetzt auch in den Medien zu sehen. Also ich schlage eigentlich fast jeden Tag die Zeitung auf und sehe, dass es plötzlich Yogakurse gibt über Zoom oder dass Leute Chorproben machen über Zoom. Also es kommen plötzlich völlig neue Dinge. Klar, ich meine, aus der Not heraus gebären jetzt eben auch viele Anwendungen in diesem Thema. Also es liegt ein bisschen an uns auf diese Interaktivität eben auch einzulassen. Und meine Empfehlung an der Stelle ist wirklich, arbeiten bitte alle immer mit Video, dass diese bidirektionale Kommunikation stattfindet, dass eben die Körpersprache auch gesehen wird, dass die Leute eben auch sehen, wie man sich verhält. Und dann fallen diese Hürden eigentlich sehr schnell. Und wenn man dann eben die ganz normalen rhetorischen Grundsätze anwendet, die man in normalen auch verwendet, ja, wo man ja auch Leute mit einbinden muss. Das kann man hier genauso machen. Also das geht hier genauso. Wir sollten diese Scheu ein bisschen verlieren, dass dieses Video irgendwie anders wäre als ein ganz normales Präsenzmeeting. Es ist nicht anders. Es ist genau das Gleiche. Es ist nur leichter und deswegen vergisst man das gerne. Vielen lieben Dank. Es gibt hier noch eine weitere Frage, und zwar im Bereich der technischen Begleitung. Du hast eben schon von deinem Team gesprochen, viele kenne ich auch. Die Frage lautet konkret, wie kann ich mir eine technische Begleitung vorstellen zu einer Veranstaltung? Oder ist es nur ein zeitlich bestimmter Raum oder Abschnitt, in dem die Unterstützung zur Verfügung steht? Also bei der technischen Begleitung von Events, da muss man ganz klar unterscheiden zwischen Beratung im Vorfeld und dann dem eigentlichen Durchführen. Die Beratung im Vorfeld ist mindestens so komplex wie das eigentliche Durchführen. Das vergessen viele. Also, was für uns ganz wichtig ist, ist, dass wir vorher klären, was wird gebraucht, was wird gemacht. Wir geben dann Nutzungskonzepte ab, wir erklären dann, wie man Dinge am besten durchführt und bereiten das alles vor. Und das sind alles Dinge, die muss man sich vorher vorstellen. Das heißt, am liebsten ist es uns, wenn Sie einen digitalen oder einen hybriden Event vorhaben oder planen, sich gleich mit uns in Verbindung zu setzen, zu sagen, das will ich tun, wie mache ich das am vernünftigsten? Dann beraten wir im Vorfeld. Wir helfen auch bei den ganzen Vortests und bei der technischen Beratung, aber eben auch bei der Organisation. Und dann haben wir natürlich den zweiten Teil, und das ist die Durchführung. Und wir können Sie über den gesamten Event mitbegleiten. Wichtig ist für uns eben, dass es für Sie erfolgreich ist. Also nur mal ein Beispiel. Wir machen im Moment ganz, ganz viele Synoden von der Kirche. Da sind halt alle, das sind sozusagen die Generalversammlungen, ja, der Kirchenmitglieder. Und da trifft Technik auf Leute, die das noch nie gemacht haben. Das ist völlig normal. Und da ist natürlich auch eine gewisse Angst jetzt vor dieser neuen Technik. Und die nehmen wir, indem wir von vornherein gleich mitberaten, helfen, Dinge aufzusetzen und richtig zu strukturieren. Und mit der Erfahrung gehen wir halt ins Rennen rein. Also sehen Sie uns da als einen Partner, der Ihnen hilft, diese ganzen Dinge mit zu bewerkstelligen. Ja, das kann ich aus der eigenen Erfahrung, muss ich sagen, nur absolut bestätigen. Wir haben ja auch vor unserem Kongress viel miteinander gesprochen. Wir haben viel abgestimmt. Und das war nicht nur reibungslos, sondern es hat auch irre viel Spaß gemacht. Und ja, für die, die jetzt in den letzten Tagen mit dabei waren, glaube ich, war es auch ein gutes Ergebnis. Wir haben da mittlerweile sehr viele positive Rückmeldungen über die Organisation und auch natürlich über das Video. Conferencing, über die Tools, die wir eingesetzt haben. Und es geht auch an Dank an dich und dein Team. Das gebe ich gerne weiter. Vielen Dank, Michael. Super. Und an der Stelle sage ich Andy, vielen Dank. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, dass ihr viel um die Ohren habt. Und von daher alles Gute. Wir sehen uns später. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.